So, da bin ich wieder. Und der ein oder andere von euch wird sicherlich den klitzekleinen Unterschied merken. Da ist Musik im Hintergrund. Richtig. Ich habe dieses Wunderwerk vollbracht. Ich habe meine Minecraft-Playlist angeschalten. Moment, wir machen mal so. Ist sie hinuntergesprungen? Ja, aber klar. Bam, bam, bam. So, und dieses Loch füllen wir so wieder aus. Ja. Ach so. Ich sollte vielleicht die Leiter wieder ranklemmen. Jo. Warum schon wieder die Axt? Ich mache jetzt den Keller hier. Was unser Lagerraum wird, mache ich doch mal noch aus Birke. Gut. So, ihr Lieben. Das ist Folge 3, die ich heute gerade aufnehme. Also die dritte Folge, die ich heute hintereinander weg aufnehme. Im Let's Play ist es Folge 13. Und die 13 ist ja auch immer so eine leichte magische Zahl. Oder immer. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber mit der 13 ist ja oftmals irgendwas nicht ganz in Ordnung. Wie du siehst, haben wir hier gerade 13 mal noch Birkenholzbretter. Ja. Die 13. Ich bin am Hin und Her überlegen gewesen jetzt gestern, da wir am Wochenende jetzt, also für dich ist es vergangenes Wochenende, wenn du die Folge hier am Tag, direkt auf den Tag guckst, wo sie rauskommt. Wie soll ich sagen? Ich hatte überlegt, denn nebenher habe ich ja nur im Dezember schon angefangen mit Livestream. YouTube läuft seit 4.7.16. Der ein oder andere hat gesehen, wie viele Videos da sind. Ich habe es bis jetzt recht konsequent durchgehalten, außer zu Anfang, da gab es halt kleinere Problemchen. Besser gesagt, ich hatte eine Zeit lang meinen Aufnahmerechner nicht. Daher kam rechtzeitig eine kleine Pause. Sprich, im August war das irgendwie gewesen. Da waren, glaube ich, 2, 3 Wochen Pause drin gewesen. Irgendwie gesagt, der Rechner hat gefehlt, dadurch hatte ich vorproduziert. Ganz paar Wochen. Dann kam noch mein Umzug dazwischen und
Es regnet. Wenn es regnet und noch Nacht ist, werde ich schlafen gehen. Ja, das war eigentlich die... Guten Morgen. Guten Morgen. Das war, glaube ich, die einzige Pause, die ich mir hier bei YouTube geleistet habe. Und ich weiß, ich habe mich ja halt, bevor ich hier angefangen habe, schlau gemacht, wegen dies, das und jenem. Und es wurde halt auch gesagt, ja, man soll halt Geduld haben. Geduld habe ich auch einigermaßen mitgebracht. Ich habe konsequent dann, wenn es ging, eben doch die Folgen hochgeladen. Mit Dishonored hat es ja angefangen. Dann schloss ich, glaube ich, normal Minecraft an. Ja, und im Dezember kam Monstrum dazu. Und seit dem 1. Januar, was jetzt noch nicht so lange ist, die Folge kommt, ja, Moment. Nächste Folge, das ist die Folge für den 3.3. Die Folge vom 3.3. Tja. Bis hierher habe ich es konsequent durchgehalten. Doch, ich muss jetzt leider sagen, nix gegen YouTube. Nix gegen euch, die ihr die Folgen vielleicht doch gerne guckt. Ich hatte bis jetzt... Oh. Ich hatte bis jetzt die Kommentare, die kamen. Waren ein paar. Es waren... Alles nette Kommentare. Gut, bis auf zu Anfang der eine Kollege, der halt nur Links gepostet hat zu irgendwelchen Seiten, keine Ahnung. Dem habe ich dann meine Nachricht hinterlassen, dass mir das eben nicht gefällt. Ansonsten hattet ihr die Kommentare geschrieben haben. Habt ihr nette Kommentare hinterlassen? Das hat mich sehr gefreut. Wirklich schön, dass noch keine Hater irgendwelche Kommentare oder negative Videobewertung hinterlassen haben. Ich bin auch sehr dankbar für die Leute, die Anfang des Jahres mir das Angebot für Top-YouTuber gemacht haben. Aber... Vor allem diese Woche merke ich es gerade wieder, wo unser PvP-Wochenende in The Crew vor der Tür steht. Wir haben eine neue Mitspielerin. Die hatte sich jetzt, mittlerweile sind es ja fast 2 Wochen her, das Spiel erst neu geholt gehabt, musste reinkommen, musste gelevelt werden. Wow. Entschuldigung.
Und da habe ich Montagabend gedacht, ja, auf Arbeit, Montag habe ich auf Arbeit schon gesagt zum Kollegen, ja, nee, heute Abend mache ich den Rechner nicht an. Was ist daraus geworden? Ich habe ihn angemacht, es ist um 4 geworden. Demzufolge ist auf dem Dienstag, von mir aus gesehen gestern, ist leider nichts geworden, denn da wollte ich eigentlich schon die Folgen hier aufnehmen. Gestern Abend habe ich auch gesagt, nein, ich lasse heute konsequent den Rechner aus. Was ist daraus geworden? Ich bin in Discord gegangen. Die junge Dame, die bei mir mitspielt in der Crew, war da gewesen und zwei. Nee, die komplette Gegencrew. Alle drei Leute von der Zweitcrew waren auch da gewesen. Und das war dann so verführerisch, dass ich halt doch noch mitgespielt habe und somit auch erst wieder um 3 ins Bett gekommen bin. Heute nicht zur geplanten Zeit aufgestanden bin, sondern auch erst wieder ein bisschen später. Deswegen, ich hatte eigentlich geplant gehabt, heute 6 Folgen aufzunehmen. Zeitlich schaffe ich jetzt nur 2. 3. Entschuldigung. Ist ja jetzt die dritte. Und mit dieser Folge möchte ich halt auch erst einmal sagen, ja, es fällt mir nicht ganz leicht, aber das ist halt das Problem. Es fällt mir nicht schwer genug zu sagen, dass ich YouTube vorerst pausieren werde. Diese Folge 13 wird erstmal die letzte sein. Die Welt hier wird es weiterhin geben. Ich werde sie wahrscheinlich mal in einem Livestream weiterspielen. Und eventuell den wie Monstrum Folge 5 bis 10 dann zu YouTube hochladen. Zwar wird da halt die Qualität dementsprechend etwas schlechter werden, wenn ich es direkt von Twitch hier rüber schicke. Aber es macht mir mehr Spaß zu streamen. Wegen der Interaktion mit den Leuten, weil ich einfach da bei Twitch habe ich irgendwie ein besseres Feedback. Wahrscheinlich einmal eben, wie gesagt, dadurch, dass die Leute live dabei sind. Und zum anderen sind schon 58 Follower. Jetzt halt bis zum 22. Ich war auch schon bei 60. Zwei sind wieder gegangen, insgesamt sind 8 gegangen. Ist halt so, bei YouTube ist auch schon wie einer gegangen. Ihr seid mittlerweile 13. Aber trotzdem, Twitch läuft etwas besser. Es läuft besser und macht mehr Spaß und etwas weniger Arbeit. Und das Schöne ist eben, dass ich da mit euch direkt zusammensitze und nicht einfach hier, gut, es ist auch nicht schlecht, dass ich hier eben, aber, ja, ich sitze halt hier alleine vorm Rechner, mache irgendwas vor mich, quatsch vor mich hin, bla bla bla. Und irgendwann, wenn dann das Video mal, wie dieses jetzt nächste Woche Freitag eben, heute ist Mittwoch, draußen ist, dann dauert es auch wieder, bis es irgendwann mal angeklickt wird, bis vielleicht mal ein Kommentar kommt. Achtung!
Entschuldigung. Bin auch nur ein Mensch. Und ja. Ich bin müde. Weil meine Frühschichtwochen möchte ich einfach nutzen, nachmittags zu streamen. Da dann die Zeit ist. Und ich hatte geplant in den Spätschichtwochen, wie diese, dass ich dann halt vormittags mich mal hinsetze und nehme halt ein paar Folgen auf für YouTube. Aber Leute, so schön das ist, so gern ich euch unterhalten möchte, ich kann nicht eine Woche vormittags sehen, dass ich YouTube mache, die andere Woche nachmittags Twitch machen, am Wochenende ein bisschen ausschlafen, mal einkaufen, wieder streamen, 8, 9, 10 Stunden teilweise. Ich möchte. Ich möchte auch nebenbei ein ganz normaler Mensch sein und einfach mal andere Let's Plays gucken. Und außerdem muss ich meinen Haushalt hier nebenbei noch machen und ich will mal ein bisschen ausschlafen, wenn ich schon hier Zeit habe. Und deswegen, es tut mir leid für euch, aber momentan zwölf passen da nur rein? Achso, die anderen sind schon hier drin, oder? Nee. War hier unten noch so, ja. Nö. Wie gesagt. Da ich halt noch 8 Stunden am Tag arbeiten muss, um mein Geld zu verdienen und nicht allein von YouTube und Twitch lebe, wie andere Leute, kann ich es im Moment leider so nicht fortsetzen, dass beides parallel läuft. Wie gesagt, wenn ich mal wieder Minecraft oder irgendein anderes Spiel im Stream spiele, dann versuche ich es so zu spielen, dass ich es hinterher zu YouTube rüberladen kann, Folgen draus mache, dann kommen die hier wieder. Ansonsten wird jetzt erstmal eine Pause sein und ich werde mich mehr für Twitch geben. Schreibt bitte eure Meinung halt unter das Video. Wie ihr diese Entscheidung jetzt findet. Leute, die gerne oder lieber YouTube gucken, werden sicherlich das nicht so toll finden. Aber wie gesagt, das Feedback von YouTube hat mir leider diese Entscheidung, also es war nicht genügend Feedback da, um mir diese Entscheidung jetzt dahingehend zu beeinflussen, dass ich hier weitermache. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid für euch. Aber es ist ja, es ist nicht. Es ist kein Abschied für immer. Es ist kein Abschied für immer. Gut. Ich denke mal, es ist erstmal genug geredet worden.
Es ist in den drei Folgen wieder nicht viel passiert. Das ist es nicht. Nicht auch. Ich mache zwar hier immer ein bisschen was. Was ist das jetzt? Eine Stunde, die wir gespielt haben. Und was ist geworden? Ein bisschen am Keller rumgeklöppelt. Da unten ein bisschen halt Rohstoffe rausgeklöppelt, gelabert. Und passiert ist nichts. Gut, das liegt auch an Minecraft, aber. Das sieht passt. Das hört sich leicht melancholisch an. Wie gesagt, wir werden uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch mit diesem schönen Lied noch eine schöne Zeit und schaut auch gerne bei Twitch vorbei, der Link ist unter dem Video. Dann werden wir uns auch mal wiedersehen. Gut. Und damit klinke ich mich jetzt aus diesem Video, wie gesagt, aus. Ich kloppe noch die Birken eben weg und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Also, ihr Lieben. Macht es gut. Vielen Dank fürs Einschalten und je mehr Kommentare kommen, dass ich weitermachen soll, je positiver das Feedback wird, desto größer ist die Chance, dass ich recht zeitnah wiederkomme. Bedenkt das bitte. Also, haut da rein. Tschüssi.